Ball, Digga. Einfach runtergefallen. Naja, und damit wünsche ich euch heute einen angenehmen und extravaganten Start in dieses wundervolle und neue. Ich habe mal wieder meine Instagram-DMs reingeguckt, wirklich, und ich habe richtig, richtig coole Neuigkeiten bekommen. Fiona, an dich! Oder was ist das, Digga? Ton verändert Intro. Zuerst habe ich gedacht, das ist irgend so ein Filter, Mann. So haha, hihi, so als wäre ich auf Spotify und so. Und dann gehe ich auf Spotify. Das bin ich! Ich bin Spotify-Musiker! Das bin ich! Das bin ich! Sogar noch mit dem da rumschreien. Was geht, Digga? Was geht? Und da bin ich auf die grandiose Idee gekommen, einfach mal zu gucken, was es auf Spotify noch so mit dem Namen Ton verändert gibt. Bruder, da ist einfach jemand, der lädt meine ganzen Videos auf Spotify hoch. YouTuber Uploads Juntel 50k. Ich hab den Job Ton verändert. Und ich kann das nicht mal screenshotten, weil das alles schwarz ist wegen Urheberrecht. Aber ich bin der Urheber, ich hab Recht. Wie zeige ich euch das dann? Ich mach Bild mit iPad. Look, guys, look. Hey, disconnected. Look at this dude. Ja, Mann, jetzt realisiere ich eigentlich, dass ich das alles mit einer Kamera aufnehme und nicht einfach nur so zeigen kann. Ja, okay, Digga, Alter. Ich bin halt nicht die hellste Torte auf der Kerze. Genauso wie er hier. Wie viel Euro habe ich diesen Monat mit Social Media verdient? Als Influencer verdient man sein Geld natürlich nicht bar, deswegen muss ich euch das an meinem PC zeigen. Hä, doch, ich bekomme jeden Monat so Post mit Brief. Da ist immer drin. Aber bei mir ist nicht Brief, bei mir ist ganze Koffer. Du weißt, was ich meine. Und zwar gibt es so eine Website, mit der ich mein Geld verdiene, und da loggen wir uns jetzt erstmal kurz ein. Ich bin da jetzt eingeloggt, und falls ihr euch fragt, wie das funktioniert, das... Ja, Mann, Alter, ich habe mich jetzt eingeloggt, und zufälligerweise sind dann halt auch einfach von den 700 Tabs, die er offen hatte, die Hälfte verschwunden, und ganz zufälligerweise, bestimmt aus Versehen, ist dann der Tab da. Bestimmt nicht mit Absicht gemacht, oder? Oder mir ist es gar nicht mal aufgefallen, bis dann irgendjemand ihn darauf angesprochen hat und seine Reaktion war... Bestimmt aus Versehen passiert, Digga. Ist bestimmt aus Versehen passiert. Ist nicht so, dass ich, wenn ich jedes Mal eine Instagram-Story aufnehme, ich ganz genau gucke, welchen Tab ich offen habe. Ich guck sowas nicht. Aber trotzdem achte ich drauf, und er war aus Versehen, er hat vergessen. Aber ganz ehrlich, bei ihm kann ich es mir auch vorstellen, dass er es vergessen hat. Der kauft sich nämlich auch einen blauen Haken auf Instagram. Ich kaufe mir einen blauen Haken auf Insti. Ich habe die Benachrichtigung bekommen, dass man jetzt einen blauen Haken kaufen kann, und ich probiere das jetzt für euch aus. Wie bescheuert, Digga. Dieser blaue Haken auf Instagram war mal richtig was Besonderes. Ich wollte den auch haben. Bruder, jetzt brauche ich den nicht mehr. Ich habe gelesen, Facebook... Gelesen, ne? Ich habe gelesen. Ich habe gelesen, Facebook hat an einem Tag über 600 Millionen Dollar gemacht. Alleine, nur weil die den blauen Haken verkauft haben. Und weil irgendwelche Idioten da draußen diesen Scheiß kaufen und jemand sein wollen, den sie eigentlich gar nicht sind. Ja, herzlichen Glückwunsch, Alter. Ich, nachdem ich meine Präsentation in der Schule abgegeben habe, jeder normale Mensch so... Oh, die Präsentation war richtig gut, Mann, Alter. Die hast du richtig gut gemacht. Die Präsentation war richtig beschissen. Und Emily hinten in der letzten Reihe. Was für 3D-Brille? 3D-Drehbrille ist für diese... Das ist rund, und das sieht man im Kino an. Im Kino. Das Discord. Ach so, und meine Brille ist von Skype. Der BGH sagt, hast du zwischen 94 und 2007 eine Lebensversicherung abgeschlossen? Hey, bleib BGH, BGB, HGB, guck dir das an hier. HGB, Handelsgesetzbuch. Paragraph 322 in einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk, Absatz 2, Satz 1, Nummer 1. Da bleibt, zachem nie da nada. Digga, ich geh da rein, reicht schon, dass ich einen Taschenrechner für dieses Fach gekauft habe. Ja, so wissenschaftlicher, wirtschaftlicher Taschenrechner, Junge. 40 Euro für diesen schönen Taschenrechner. Dass ich da irgendwelche Sachen ausrechne, ja, musste ich mir noch Handelsgesetzbuch kaufen. Was soll ich denn machen? Soll ich dann zu meinem Steuerberater gehen und er sagt mir irgendwas? Ich so, nee, Entschuldigung, das stimmt nicht, was Sie gesagt haben. Absatz, Paragraph 324, Absatz 1 ist es. Bruder, der sagt mir doch, ja, okay, wenn du es besser weißt, dann mach doch deine scheiß Buchhaltung selber, du Idiot. Und dann sitze ich da, zwar mit Taschenrechner und HGB, aber mit keinem Steuerberater. Herzlichen Glückwunsch. Naja, das war's auf jeden Fall wieder mit dem extravaganten Video. Ich wünsche euch heute noch einen angenehmen Friday, Saturday or auch.